Hi, dir ist vielleicht schon mal aufgefallen, dass auf den Fotorunden, die ich mache, ich fast immer nur eine Festbrennweite verwende und eigentlich so gut wie nie ein Zoom-Objektiv auf meiner Kamera drauf habe. Das ist übrigens auch schon das zweite Mal, dass ich das Video aufnehme, weil das erste Mal ich einfach beim Ton einfach so sehr verkackt habe, dass man den eigentlich fast nicht nutzen konnte. Und da wir heute keine Sonne, sondern nur noch Regen und Sturm da draußen haben, muss ich das jetzt halt von zu Hause auf aufnehmen. Wenn du dem Kanal schon länger folgst, ich glaube vor über 2 Jahren war ich in Frankfurt für einen Wochenendtrip und habe dazu ein Video gemacht und auch kurz drauf ein Video dazu, dass ich bei den 24-70 Zoom-Objektiven falsch gelegen habe. Ich fand die nämlich für eine ganze Weile sehr overhyped und habe einfach persönlich auch lieber Festbrennweiten genutzt, weil ich persönlich halt diesen unscharfen Hintergrund liebe und das mit einer Festbrennweite halt viel einfacher zu erreichen ist, wenn du halt mit Offenblende unterwegs bist. Auf diesem Frankfurt-Trip hatte ich daher auch nur 2 Festbrennweiten dabei. Und im Nachhinein war ich einfach richtig abgefuckt davon, dass ich ständig mein Objektiv wechseln musste und habe da eigentlich das erste Mal verstanden, warum so viele Leute auf diese Flexibilität von einem Zoom schwören und das halt so gerne auf ihrer Kamera drauf haben. Und trotz dieser ganzen Historie ist es dennoch so, dass ich, wenn ich eine Street-Fotografie-Runde mache, eigentlich immer zu einer Festbrennweite greife und mein Zoom zu Hause lasse. Man könnte jetzt meinen, ich habe einfach nichts aus meiner Vergangenheit gelernt. Aber ich bin ehrlich, ich kriege einfach nicht die Flexibilität, die mir ein Zoom-Objektiv bieten würde, bei Streetfotografie auf die Straße. Im Englischen gibt es da eine gute Aussage, ungefähr übersetzt Paralyse durch Analyse. Und konkret heißt es halt für mich, dass mir das Zoom zu viele Möglichkeiten bietet und ich deshalb schlechtere Fotos aufnehme, obwohl ich tendenziell mehr Möglichkeiten hätte. Ganz oft ist es nämlich so, dass wenn ich mit einem Zoom unterwegs bin, ich irgendwo eine interessante Szene entdecke. Aber dadurch, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel den 24-70 drauf habe, ich das halt relativ weitwinklig oder relativ reingezoomt fotografieren kann, ich halt eine große Differenz in meinem Bildausschnitt haben kann. Und wie gesagt, in der Theorie ist das eine geile Flexibilität, aber in der Praxis sehe ich da eine Szene, bleib stehen und versuche dann irgendwie an meiner Kamera das so einzustellen, dass ich das gut aufnehmen kann. Meistens bin ich zu weit weg, um das wirklich gut weitwinklig aufzunehmen. Und wenn ich dann reinzoome, fällt mir auf, dass ich auch da nicht so richtig das sinnvoll aufnehmen kann. Und dann dauert das so vielleicht so 5-10 Sekunden, wo ich da rumprobiere, feststelle, dass ich mich eigentlich umpositionieren müsste. Und dadurch, dass ich bei der Streetfotografie so einen Run-and-Gun-Style habe und ich halt versuche, interessante Momente zu fotografieren, kann es halt schon sein, dass dann der Moment vorbei ist und ich halt gar kein sinnvolles Foto aufgenommen habe. Und da kommen dann die Festbrennweiten ins Spiel, weil ich hier mir einfach die Entscheidung, mit welcher Brennweite ich fotografiere, zu Beginn meiner Fotorunde schon abnehme und danach halt kein Zurück mehr habe oder mich nicht umentscheiden kann, sondern ich habe halt das, was auf meiner Kamera drauf ist. Ich baue meine Fotorunden zusätzlich eigentlich so auf, dass ich auch kein Wechselobjektiv dabei habe, sondern einfach das, was ich halt drauf habe, das Einzige ist, was mir halt für die Runde zur Verfügung steht. Und ja, das ist eine Limitierung, aber für mich im positiven Sinne, weil ich mit meinen 2 Festbrennweiten, also 35 und 85 mm, so oft unterwegs war, dass ich schon im Kopf ungefähr weiß, wie mein Bildausschnitt aussieht und wie weit ich von meinem Motiv weg sein muss, damit ich das irgendwie sinnvoll aufgenommen bekomme. Und das heißt, wenn ich eine interessante Szene sehe und eine Festbrennweite drauf habe, dann weiß ich direkt, wie ich mich am besten positionieren muss, um das halt sinnvoll einzufangen. Und es führt auch genauso dann dazu, dass ich teilweise weiß, okay, das hier wäre jetzt eher ein 35er Shot und wenn ich mein 85 dabei habe, dann weiß ich, okay, da brauche ich gar nicht viel rumprobieren, das kriege ich so nicht aufgenommen. Und ich weiß, das klingt jetzt nicht sehr intuitiv, aber ich habe das Gefühl, dass ich dadurch öfter sinnvolle Aufnahmen mache. Und weil ich mich abseits der Fotografie sehr viel mit Business-Content beschäftige, mir ist mal aufgefallen, dass das auch sehr erfolgreiche Menschen wie Steve Jobs oder Jeff Bezos genauso gemacht haben und versucht haben, die Menge der Entscheidungen, die sie über den Tag über treffen, zu reduzieren. Steve Jobs hat zum Beispiel immer denselben Rollkragenpullover angehabt, einfach nur, weil er sich nicht morgens irgendwie entscheiden wollte, was genau er anzieht, weil er halt einfach immer dasselbe zum Anziehen hatte. Und ich will jetzt nicht immer dasselbe Objektiv zum Fotografieren nutzen, auch wenn das wahrscheinlich noch mehr einen Lerneffekt auf die Dauer hätte. Aber zumindest am Anfang von meiner Fotorunde mich auf eine Brennweite festzulegen, hilft mir halt die Entscheidung zu eliminieren, welche konkrete Brennweite ich jetzt halt nutze, die ich mit einem Zoom-Objektiv bei jedem einzelnen Foto halt neu treffen müsste. Und dadurch kann ich mich viel mehr darauf konzentrieren, einfach interessante Szenen zu entdecken, mich richtig zu positionieren und halt auf die ganzen anderen Aspekte mehr achten zu können. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass es der beste Weg ist und dass du das in jedem Fall überall machen solltest, weil gerade wenn ich jetzt auf Reise bin und irgendwo neu bin und einfach Erinnerungen festhalten möchte
oder wenn ich in der Landschaftsfotografie unterwegs bin, wo ich viel mehr Zeit habe, mich mit einer Szene zu beschäftigen, dann macht es durchaus Sinn, einen Zoom dabei zu haben. Wie gesagt, es ist halt nur nicht mein Stil bei der Streetfotografie. Ich liebe es einfach viel mehr von A nach B zu laufen und einfach zu schauen, was ich gerade finde. Und für diesen sehr schnellen Ansatz hilft es mir, wie gesagt, eine Festbrennweite zu nutzen. Und das ist der Grund, warum du mich auf meinen Fotorunden fast immer nur mit einer Festbrennweite siehst. Ich hoffe, dir hat das einen interessanten Einblick gegeben und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut.